Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Expresslegung hier für dich. Was möchte in den kommenden Tagen, ab dem jetzigen Zeitpunkt, wo du diese Legung schaust, auf dich zukommen? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich werde jetzt auch wieder nach und nach die Kommentare beantworten. Ich bin derzeit dabei, alle Sternzeichen hier einmal zu erbitten, die dann Montag, Dienstag für die kommenden 4 Wochen auch rausgehen. Ich starte jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich werde das hier noch etwas höher schieben, damit du das auch gleich alles ganz gut sehen kannst. Die Kamera hier noch einmal etwas umstellen. Ich denke, so kannst du das alles ganz gut sehen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier zeigen? Ich werde am Anschluss hier noch Armutsbotschaften für dich erbitten. Ich ziehe das hier noch etwas höher, damit du das ganz gut sehen kannst. Also entweder ist das hier einmal, entspricht deiner Person, starke Willenskraft, maskuline Energie oder aber auch, also wenn du hier als weibliche Person schaust, dass hier klare Entscheidungen getroffen werden oder aber auch, das ist dein Gegenüber oder aber auch, dass sich hier jemand noch im Häuslichen befindet. Das kann jetzt hier im Familiären sein, das kann ein Bruder sein, das kann ein Cousin sein, das kann in jeglicher Form ein Familienmitglied sein, das kann sich aber auch im Beruflichen zeigen. Gleichzeitig in der Liebe ist es eine Situation, in der die Möglichkeiten liegen. Das heißt, du schaust hier gerade, du bist in einer Entscheidung, für wen du dich letztendlich entscheidest. Das kann dir hier abgenommen werden. Ich sehe ein Szenario, was ich hier bekomme, wir haben hier zweimal den Tod, es wird ein Ende ausgesprochen, das liegt hier. In den kommenden Tagen, ab dem jetzigen Zeitpunkt, wirst du für dich etwas erfahren oder jemand für dir etwas vermitteln. Ich sehe, dass man hier etwas klar zur Sprache bringt, es wird etwas zum Ausdruck gebracht. Man geht in die Entscheidungskraft, wir haben hier den König der Schwerter, der sich hier gezeigt hat. Und hier kommt man ins Handeln. Also die Entscheidungen werden ganz klar, schnell und rational getroffen. Also jemand wird sehr schnell, rabiat fast entscheiden. Hauptenergie sind hier noch einmal zweimal der Tod, also der Sarg und der Tod beinhaltet hier dasselbe. Man wird etwas beenden in einer Situation, was einem schon längst Sorge bereitet. Hier können Schwierigkeiten im Haus sein, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Fühl bitte in dich hinein, ob das hier für dich ist oder ob sich das bei deinem Gegenüber zeigt. Du wirst es definitiv erfahren. Hier kann es sein, dass man aus dem Häuslichen raus möchte, da in die Veränderung geht. Das heißt, man sucht nach Möglichkeiten. Man ist gerade dabei, vielleicht umzuziehen oder sich neu zu orientieren. Ich sehe ganz stark die Neuausrichtung. Wir haben hier nicht den Kompass, aber hier transformiert sich etwas auf extremste Art und Weise. Es öffnet sich eine Tür, ein Tor fast schon. So bekomme ich das hier rein. Ja? Einmal mit dem Mond. Es ist hier, dass man bewusst jetzt aus den Sorgen und Ängsten rausgeht. Man traut sich hier etwas.
Man überwindet die Sorgen und man überwindet die Ängste. Das heißt, wenn man hier in einer Situation, geht hier im Mittelpunkt um die häusliche Gegebenheit, ja, die Harmonie, das Umfeld, das Wohlbefinden, da möchte man sich befreien. Man erkennt jetzt plötzlich, dass man keine Sorge mehr haben braucht, dass man keine Ängste mehr haben braucht. Man ist hier in einer Gegebenheit, was Herzschmerz beinhaltet, aber man bringt etwas in Bewegung aufgrund einer Liebe, aufgrund einer verletzenden Situation. Also bei dem einen ist es ganz klar eine Trennung, die jetzt vollzogen wird, aufgrund immer wiederkehrender Situationen, was für Herzschmerz und Sorgen und Ängste sorgt. Gleichzeitig ist es aber etwas, wo man in die vollste Herzenskraft geht, also in die vollste Entscheidung, dass man seinem Herzen folgen möchte. Hier ist die Erkenntnis, dass man bislang einen falschen Weg gegangen ist. Das kann hier langwierig sein. Aus dem Grund werden jetzt wichtige Entscheidungen getroffen. Es kommt hier etwas von hinten, was einschneidend ist, was schnell kommt, was ein einschneidendes Erlebnis ist hier für die männliche Person. Das sind hier Streitigkeiten und Konflikte. Das sind verbale Angriffe, können aber auch andere Angriffe sein. Da schau bitte für dich, es ist eine allgemeine Legung. Ich sehe, dass hier plötzlich ein Auszug stattfindet. Plötzlich ein Wechsel stattfindet. Es kommt hier plötzlich zu einem starken Bewusstsein. Die Sense bekomme ich hier in dieser Kombination als einen Sinneswandel. Plötzlich wird etwas bewusst, plötzlich fällt einem etwas ein, plötzlich hat man eine Idee, plötzlich hast du die Lösung für etwas. Die Maske fällt, es kann hier etwas nicht mehr verborgen werden. Also absolute Klarheit und Erkenntnisse, absolute Klarheit in der Liebe, all das, was ich schon sagte. Wir haben hier die Liebenden, auch in 3-4-Ex-Konstellationen, die sich hier ganz, ganz stark zeigen. Auch nochmal, was die Entscheidungen beinhaltet zwischen Zweiern. Also die Entscheidung wird jetzt hier bewusst in kürzester Zeit auch getroffen. Das kommt hier ganz, ganz schnell. Hier gehen zwei Personen verschiedene Wege. Also ganz klar, eine Trennung findet hier statt. Aufgrund auch, dass man plötzlich etwas erfährt. Also wenn es hier um heimliche Verbindungen geht, wird hier etwas erfahren. Also eine Person erfährt jetzt hier plötzlich etwas, dass jemand noch eine andere Option hatte. Ja? Im Haus zeigt sich hier bei jemand gewisse Spielregeln, gewisse Strukturen, gewisse Pläne, wonach es einer ganz, ganz bestimmten Person geht, was man aber nicht mehr hier vollziehen möchte. Verträge werden hier beendet. Diese Person weiß, dass man hier mit Strategie jetzt vorgehen muss. Also hier geht jemand ganz klar strategisch vor, um etwas zu entlarven, um etwas zu entdecken, um hier eine Maske fallen zu lassen, um einer anderen Person etwas zu erkennen zu geben, damit hier eine Maske fällt. Ich werde jetzt hier noch einmal weiterschauen, was zeigt sich, das kommt hier ganz, ganz schnell, innerhalb kürzester Zeit, also in den kommenden Stunden hier. Ja, alles das, was ich schon sagte, achte mal, binnen 2 Wochen bekomme ich hier auch gerade rein, aber in den nächsten Stunden wird dich etwas hier erreichen. Ja, wo es dann um einen Abschluss geht, eine Transformation geht. Etwas Wichtiges, was jetzt auch zum Abschluss gebracht wird. Auch, wo man mit jemandem immer und immer wieder gespielt hat. Ich schaue jetzt hier mal weiter, was die Vorgehensweise und die Strategie denn eben auch beinhaltet. Das zeigt sich hier schon wie ein Dominoeffekt, was hier stattfindet, weil es eben auch sehr, sehr schnell stattfindet. Also dein Gegenüber ist hier ganz stark gerade beschäftigt und wir haben hier die Konkurrenzsituation. Ja? Hier sind Kämpfe. Das sind keine innerlichen Kämpfe. Das hat hier mit einem Konkurrenten zu tun. Und es ist definitiv hier die männliche Person. Ja? Jemand kämpft hier nicht nur mit sich selber, sondern jemand geht jetzt hier in die bewusste Entscheidung. Hier kommt etwas auf extremste Art und Weise jetzt auch, ja. Wir haben hier den Teufel.
Power. Also die Würfel sind hier ganz klar gefallen, bekomme ich hier gerade rein. Die Würfel werden fallen. Der Teufel spricht hier ganz klar, dass etwas Verdrängtes jetzt nicht mehr verdrängt werden kann. Im Allgemeinen in der Situation, ja. Also die Energien sind hier extrem stark, ja. Um auch zu erkennen, hier mit der Maske und mit der Sense. Also das ist hier so eine schnelle und bewusste und konzentrierte Entscheidung. Also wie als ob man den Kopf um die eigene Achse hier dreht. So bekomme ich das. Ganz, ganz schnell geschieht das hier. Also das, was man bislang immer verdrängt hat, auch in gewissen Süchten, ja. Ich meine, wir hatten das in einer Tageslegung, wo sich dann eben auch Dinge gezeigt haben, was im Bereich des Spielens zu tun hat, ja, Casino oder ähnliches. Aber hier sehe ich die Situation, dass hier wie ein Wettbewerb stattfindet, ein Gegeneinander antreten. Ja, also hier begegnen sich ja zwei. Es kann natürlich auch sein, dass du gerade in einem Wettbewerb bist. Ja, das bekomme ich hier nur für eine Person. Eine Person fällt hier. Eine Person verliert hier das Spiel. Ja, das liegt ja schon hier. Und wenn du es aber mit jemandem zu tun hast, der hier einer gewissen Sucht unterlegen ist, was hier aber mit Dingen zu tun hat, was ich schon sagte, ob das Opiate sind, ob das hier, ich sehe eine Spielsucht, also ich sehe hier schon etwas, was sich hier im Außen diesbezüglich auch zeigt, ja. Dass sich jemand dadurch irgendwo die Kraft holt, die Stärke holt. Also es zeigen sich ganz, ganz viele Themen, aber aufgrund der Situation, die hier jetzt geschieht, fällt hier etwas, ja. Es ist wie der Turm, der hier gerade zusammenbricht, damit man aber erkennt. Und das wird hier konsequent beendet. Jemand könnte dich auffordern, hier etwas zu beenden. Ja? Oder du forderst jemanden auf, etwas zu beenden. Aber es findet letztendlich unter zwei Personen statt. Zwei männliche Personen, das, was ich schon sagte, was sich dann hier auch nochmal gezeigt hat. Man tritt gegeneinander an. Auch mit der Karte des Versagens bekomme ich hier auch die Kampfbereitschaft. Also ich bekomme nicht noch einmal, dass hier etwas im Innerlichen stattfindet, sondern hier ist die Bereitschaft, etwas zu tun. Und das wird hier zwischen zweier ausgehandelt, unabhängig von dir. Also das ist hier ganz, ganz stark, entweder du als männliche Person oder dein Gegenüber. Ja? Man ist gerade in Dingen, wo man für sich hier gerade etwas erledigt. Ich bekomme wie eine Erledigung hier. Und irgendeine Person liegt hier extrem in der Abhängigkeit drin. Und es kann natürlich hier auch sein, dass man hier in einer starken Sucht ist. Also für eine Gruppe hier. Jemand zeigt sich zumindest in einer Sucht, wo die häusliche Stabilität nichts mehr gegeben ist. Aufgrund dieser Sucht. Und jetzt kämpft man hier. Ja, aber hier ist definitiv, dass das hier beendet wird. Eine Gegebenheit findet hier im Außen statt und wenn es sich hier um jemanden handelt, der hier einmal schaut, wo es um Opiate ähnliches geht, du könntest das Ganze beobachten, du könntest aber auch selber diese Person sein und hast hier gewisse Streitigkeiten, gerade in Dingen, was Opiate beinhaltet. Dann kommt es hier, aber ich denke, du wirst es von außen erfahren, so bekomme ich das hier rein, zu einer Streitigkeit. Bei Nacht, in den Abendstunden oder frühen Morgenstunden, wo hier jemand angegriffen wird. Ihr seht die Kopfverletzung. Das zeigt sich jetzt schon in einer Gegebenheit im Außen. Ja, wenn es wirklich um starke, extreme Süchte hier geht, so bekomme ich das hier gerade rein. Also das sind hier Themen, die du höchstwahrscheinlich durch das Außen erfahren wirst. Ansonsten in sportlichen Aktivitäten sehe ich hier eine Situation, wo es um Doping geht. Ja, ich schaue jetzt nochmal speziell für euch beide, weil hier ist jemand gerade in einer Verhandlung drin. Irgendetwas wird hier gerade, muss hier gerade entschieden werden, weil jemand in einer ganz, ganz starken Sucht ist, ja, oder in einer Gegebenheit im Häuslichen. Jemand muss hier etwas klären, für sich etwas klären. Deswegen habt ihr hier wahrscheinlich keinen Kontakt oder du bist mit dieser Person schon. Wie schon gesagt, das kann sich auch im Umfeld zeigen. Das kann sich auch so zeigen, dass du von dieser Person lange, lange nichts gehört hast. Dann ist diese Person hier definitiv in einem dunklen Loch drinnen. Definitiv, das liegt hier. Ja? Wenn sich hier zwei Personen zeigen, dann schau bitte da individuell für dich. Also ich sehe entweder bewusst jetzt die Kommunikation oder aber auch, dass ihr gar keinen Kontakt haben werdet im Jetzt.
so wie ich das hier schon sagte, ja, es kommt jetzt plötzlich. Das kann aber auch die Situation sein, wo man hier gerade mit jemandem in einem Kampf ist, ja. Es kann hier auch sein, dass einer gedroht hat dem anderen. Ist auch hier nicht für jeden. Das kann sich hier im Freundschaftlichen zeigen, in jeglicher Form auch immer. Das kann eine Person sein, von der du ganz, ganz lange nichts gehört hast. Das möchte er dir hier jetzt mitteilen. Also ich bekomme hier, dass ihr definitiv derzeit keinen Kontakt habt. Ja? Wenn, dann hast du hier mit einer Person von denen Kontakt oder du bist gerade in einer Verbindung oder 3x, 4x, heimliche Situation. All das, was ich hier schon sagte, weil hier verehrt dich jemand heimlich, ist aber in einem Loch gerade drin. So bekomme ich das hier rein. Jemand schaut nach dir. Und hier kann es auch sein, dass diese Person, weil ich das auch gerade reinbekomme, hier gerade was klärt, um hier abzuspringen aus Dingen, weil hier wird etwas beendet, so oder so. Es liegt also wirklich hier, ein Ende findet statt, aber hier ist die Vorsicht. Also wenn du für dich jetzt schon mal weißt, du hast hier irgendwelche Aufträge, ich bekomme das hier rein, was ich vorhin sagte, wo ich sagte, die Situation erfährst du durch das Außen. Wenn es hier um gewisse Objekte geht, ich denke, wenn du das hier bist, dann weißt du, wovon ich spreche, ist hier die Vorsicht, ja? Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was du für richtig hältst. Du weißt es schon. Ja, und in der Gegebenheit, wo ich dann sagte, was möchte er oder sie dir jetzt mitteilen. Also beidseitig sind hier starke Gefühle. Auch wenn ihr Jahrzehnte oder Jahre keinen Kontakt hattet. Man verehrt dich hier heimlich. Und hier könnte jemand selbst mit sich kämpfen. Ja, kämpfen. Eine Sucht loszuwerden. Immer und immer wieder gekämpft zu haben gegen diese Gefühle. Das sehe ich hier auch, ja? Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Das war hier eine sehr, sehr ausgiebige Expresslegung. Schau mal bitte, was mir jetzt auf dich zukommt. Hier haben sich viele Themen gezeigt. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.